Ziel ist, innerhalb von 10 Stunden das Eldenbeast zu legen. In den letzten beiden Folgen wurden 6 Bosse umgehauen, 4 davon in unter 2 Stunden. Margarete, Godrick, der Zauberhund, Renala, Mr. Feuerechse und der goldene Ritter vor der Hauptstadt. Und jetzt geht's weiter mit Eldenring. Ah ja, so nämlich. Das ist mal spannend, kannst du keinem erzählen hier. Weiter geht's. Guten Tag, die Trompetenheinzel hier. Die lassen wir auch einfach stehen, die sind egal. Und hier der langt vielleicht nochmal nach uns. Ja. Sag ich doch. Aber ist auch egal, lassen wir auch stehen. Der droppt Kohle. Ja, danke. Tatsächlich 3000 pro Dude ist schon nicht schlecht, würde ich meinen. So, hier einmal runter. Einmal hier lang, einmal dort lang. Achso, hier ist dann der Balkon. Ah ja, hier haben wir einen nervigen Gegner. Ist er mit... Oh! Bin ich hier runtergesprungen? Ich wollte hier gar nicht hin. Au! 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 Das hätte schief gehen können. Okay, wir gehen hier hinten lang. Ist auch voll in Ordnung. Ist voll in Ordnung. Ist voll in Ordnung. Einmal hier raus. Sehr gut, hier spielt einer Flöte. Schmiedestein 6. Komme ich hier? Hier komme ich runter. Okay, wunderbar. Wir nehmen heute mal ein bisschen anderen Weg. Hey. Okay, einmal hier lang. Ich höre es hinter uns latschen. Ich höre es hinter uns. Sind wir hier richtig? Hier ging es auf jeden Fall nach unten auch. Das ist aber nicht Straßenbalkon. Können wir nochmal hoch? Na, großer. Diese Riesenbäume, ey. Anstrengend. Einmal hier durch, einmal hier rüber und das sieht doch schon aus wie ein wunderschöner Balkon hier. Grüß dich. Was machst du denn hier? Ja, ist okay, ist okay. Komm, ich muss weiter. Ciao. Ja, sehr gut. Genau, ich glaube nämlich, wenn wir jetzt... War das hier rüber? War das hier unten? Ah, ich bin mir gerade ganz arg unsicher. Ich glaube, das war nicht hier unten. Hey, als ob ich jetzt hier nicht hochkomme, oder was? Dankeschön. Okay, ja, da ist der Dude. Nee, ich muss aber eigentlich ganz anders hin. Ein paar Minuten später. Ich glaube, ich weiß es wieder. Warte kurz, wir müssen hier lang, wir müssen hier rum. Und dann müssen wir hier, glaube ich, auf das hintere Haus sogar springen. Aber weiß ich gerade nicht so genau. Ja, grüß dich, meiner. Alter, Igitt. Oh, jo, jetzt sind wir hier. Das ist auch schon mal gut. Können wir erstmal machen, schon mal. Zack, einmal hier, einmal Tor auf. Lionels Rüstung finden wir auch gleich noch. Aber erstmal kurz hier lang. War das? Ja, genau. Wir müssen hier runter droppen einmal. Können es mal einen Healpot reinstemmen. So. Einmal hier rüber. Können wir uns erstmal Smithing Stone 7 holen eigentlich. Ja, komm, komm, komm. Man sieht also, ihr werdet auch nichts sehen. Ich sehe auch wirklich, sehe gar nichts. Also wirklich nur sehr wenig. Hier geht gerade eine Tür auf. Einmal raus hier. So, und hier müssen wir jetzt runter. Und dann direkt hier links. Ah ne, warte. Oh, 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 oh. Ich! Alter, den muss ich nicht versuchen. Der kann mich auch gern, glaube ich, töten. Okay, wohl, jetzt läuft's ganz gut. Ich meine nur, wer jetzt sonst Time Waste, wenn er... Aber wenn man kriegen, ist geil. Wenn man kriegen, ist geil. Ja, es ist geil. Oh, ich hoffe, ich finde das hier jetzt alles richtig. Wir müssen, glaube ich, hier rüber, dann hier runter droppen. Zack. Dann müssen wir hier... Okay, wir haben es überlebt. Alles cool.
Das, die Runen, die werden wir jetzt spenden, habe ich vergessen. Weil wir werden hier nicht schnell genug raus. Also ich weiß nicht, wo ich hier rauskomme und hochkomme. Ich will einfach schnell. Ich verrecke jetzt hier ganz schnell. Grüß dich. Wir hätten hier auch noch einen zweiten Zamba Smithing Stone 7 mitnehmen können. Ja, komm, mach mich bitte platt. Ich mach dem auch keinen Damage. Müssen wir gar nicht versuchen, den hier zu fighten. Komm. Alter, jetzt sag mal, bist du zu blöd zum Fertigmachen oder was? Nee, wir hatten jetzt die 6 schon geholt. Das heißt, wir haben jetzt die 6 und die 7 und können dann nur noch, wir können die 8 und die 9 dann gleich noch gönnen. Alter, dann haben wir komplett das komplette Set davon. Sozusagen. Bin mir nicht ganz sicher, wo war denn die Lionels Rüstung? War das gerade durch einfach? War das quasi gerade durch? Ich muss das jetzt einmal kurz austesten. Ich habe eh keine Rune. Ist okay, wenn du mich abschießt. Rein theoretisch. Ich glaube aber... Warte mal. Ist das nicht irgendwo da unten gewesen? Aber ich kann jetzt erstmal kurz hier hochklettern, weil hier kriege ich ja dann auch noch ein Bonfire. Bonfire. Ups! Hier kriege ich gar keinen Bonfire. Hier kriege ich nur den Tod geschenkt. Aber ich will jetzt keinen sinnlosen Time Waste begehen hier. Das heißt, jetzt als allererstes können wir mal nach Caelid gehen. Da wäre von hier aus, glaube ich, sinnvoll. Und dann können wir uns jetzt die letzten Samba Smithing Stones holen. Bis auf den natürlich den allerletzten. Den kriegt man ja dann erst in Formazula. So, einmal aufsatteln. Sehr gut. Jetzt können wir hier erstmal außen lang reiten. Bis wir da vorne sozusagen den ersten Drachen sehen. Guck mal, hier ist nämlich einer. Aber wir reiten mal hier hinter dem lang. Wir wollen hier keine schlafenden Drachen wecken. Und auch keine Wachendrachen auf uns ziehen. Alter, sind die alle am Rumstolpern hier. Genau, wir müssen einmal dahinter. Guck mal, da oben auf die Spitze quasi. Da gibt es den einen Smithing Stone. Der andere liegt hier zu Fuße der ganzen Geschichte. Hängen wir gleich auch noch hin. Ah, die Drachen sind hier zufrieden. Die stapfen hier rum, grunzen ein bisschen. Ist das toll. Er hat sich schon bereit gemacht, der Käfer. Der wusste, dass ich komme. Und weg, 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 weg. Sehr gut. Sehr, sehr optimal. Die Nummer 8 haben wir. Alter, das läuft. Ist das episch. Und hier ist das Kartenstück. Kartenstück kurz mitnehmen. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Alter, der hat gar keinen Bock auf mich. Verstehe ich. Ich wollte auch gar nicht zu euch eigentlich. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Dass hier ich nicht sein möchte und die mich nicht da haben wollen. Okay. Aber jetzt hier. Einmal absteigen. Das ist er! Epic Shit. Und damit können wir jetzt eigentlich auch erstmal zu Ichi gehen. Ichi, grüß dich. Wir haben einen, aber uns fehlt halt echt die Kohle, ne? Aber Inventar einmal nach unten scrollen. Wir haben hier natürlich einige Runen, aber wir haben auch das noch, ne? Wir können das einmal mal nutzen hier. Zack, Gönnung. Jau. Mal hier Waffe verstärken. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal noch verstärkt. Alter, wir haben jetzt die Gönnerwaffe. Alter Schwede. Die ist so heftig. Da brechen die Gegner schon zusammen, wenn die die überhaupt nur sehen. Hier, ich denke mal, wir sollten uns das Kartenstück gönnen. Jetzt dann Lionels Rüstung schnappen und dann ab zum Godfrey. Hä? Guck mal. Das ist ja genau hier, ist ja auch ein Kartenstück. Let's go, ich brauch das da unten gar nicht. Ich brauchte nur das. Ist ja episch, ich habe das komplett übersehen. Ich würde jetzt einmal nochmal Straßenbalkon gehen und noch ein Try machen, Lionels Rüstung jetzt ohne nachzugucken kurz zu bekommen. Und dann tryen wir es einfach hier nochmal. Und da sind wir schon. Weiter geht's. Einmal runter hier, weiter geht's. Und hier rein. War das jetzt richtig? Ich weiß, wie das aussieht, wo Lionels Rüstung drin ist. Was? Was bist du? Dich habe ich ja ganz vergessen. Keine Lust. Ja, nee, mit Lionels Rüstung. Das gucke ich mal nochmal kurz, wo lang es da ging. Weil hier ist safe nicht ganz richtig. Alter, alter Junge. Entspann dich hart. Kam mir ein Händchen entgegen. Ja, wir sind richtig, wir haben es gefunden. Bisschen rumgeirrt, aber hey, das war's wert.
Einmal Lionels Rüstung eingepackt. Geht, der Brustpanzer wäre große Last. Wenn ich den Helm allerdings ausziehe, ist mittlere Last. Dann lasse ich lieber, nämlich, das sieht viel cooler aus. Guck mal hier, das dicke Ding. Was für ein geiler Champion. Und jetzt gehen wir über den Flügel nach oben. Jetzt sind wir hier nämlich außen lang gegangen, damit der hier mit seinem Rumgeschieße mich in Ruhe lässt. Au, natürlich. Bitte lass mich doch einfach in Ruhe. Okay, okay, wir sind wieder auf dem aufsteigenden Ast. Au! Hä, wie, als ob der hier hochkommt? Wie kommt er denn so schnell hier hoch? Oh, ich dachte, hier geht's irgendwie noch weiter runter. Okay, wir haben den Runenbogen, alles cool. Ich bin mal vorbei hier, ne? Jungs, lasst mich bitte in Ruhe. Na klar. Ich will mich überhaupt nicht mit euch anlegen, ist alles okay. Darf ich mich einmal... Wie aggressiv, ne? Soweit so gut. Jetzt sehen wir da hinten, da ist die Wurzel allen Übelns. Die müssen wir hoch. Wohl oder übel. Der Typ hier lässt uns komplett in Ruhe mit seiner zertrümmerten Kniescheibe. Es wird spannend. Ich suche dich auf, Godfrey. Stell dich mir gegenüber. Wie? Ja, wie bei einer Gegenüberstellung. Ne? Oder so. Hier sind seine ganzen Untertanen, die einfach überhaupt nichts machen. Die lassen mich komplett durch. Hat er sich irgendwie nicht so gute Leute ausgebildet. Und jetzt sind wir hier drin. Hier jetzt einmal den. Blood Flames. Grüezi, Servus und Hallo. Au. Heilen. Was für lange Kombos er halt macht manchmal, das ist so absurd. Yo, let's go. Widi, widi, wied und 3 macht 9, Kollege. Weißt du das eigentlich? Hast du das gelernt? Au. Au. Ey, das zwiebelt ganz schön dem seine Axt. Als ob. Nein, 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 nein. Weil ich eine Sekunde zu früh gerollt bin. Ach du Scheiße. Ich habe mich gerade wieder so konzentriert, ne? Ich habe es ja schon wieder so gefühlt. Aber wir können nicht jeden Boss First Try machen, ne? So. Die ersten 2 waren ein guter Anfang. Aber wenn man den jetzt in den nächsten paar Tries auf jeden Fall wegledert und das hier nicht zu lange dauert, dann kann man schon zufrieden sein, meiner Meinung nach. Blutflamme, diesmal Feuer dran. Oh, anvisieren den Mist. Der wird jetzt seine Keule werfen. Können wir ihn einmal hitten? Mein absoluter Lieblingsmove von ihm. Alter. Der Junge, ne? Der Junge ist ein Richter, der knechtet. Der knechtet so richtig. Ah, ich kenne dein Moveset, Alter. Ich hab's noch im Kopf. Grüß dich, Günther. Das Ding ist, wenn wir halt hier hinter zu ihm gehen, ich warte, glaube ich, lieber, bis er hier wieder herkommt. Weil das ist so nervig, den da hinten in der letzten Ecke zu fighten.
Das ist was ganz anderes als hier im offenen Gang. So, jetzt aber. Ah ja, stimmt, da kommt ja immer noch einer. Ich will nicht zu viel von dir. Ich will einfach nur einen schönen fairen Kampf, in dem ich dir richtig Damage drück. Nur ein Damage reicht. Einmal drauf reicht absolut für ihn. Man muss hier keine Kunststücke vollbringen und irgendwie den 10-mal hintereinander hitten. Das ist Quatsch sonst. Quatsch mit Soße, sagt er sich auch. Jetzt haben wir ihn. Alter, ist das geil. Ich glaube, Third Try oder sowas. Dritter Try war das jetzt. Alter, absolute Gönnung. Absolute Gönnung. Wir gönnen uns schön Stufenaufstieg in Kondition rein. Einmal dreimal Kondition. Und der Rest geht jetzt in Geschicklichkeit, das ist noch eins. Gut. Wie viel bräuchten wir jetzt für ein Level? 18.000. Okay, let's go. Ich hole mir noch ein Level, weil ich glaube, dann könnte man wieder ein Rüstungsteil mehr tragen. Da, wo die Wurzeln runterkommen, ne? Da waren wir gerade drin, haben den Dude einfach komplett auseinandergelegt. Ist das geil. Let's go, Alter, dieser Damage. Easy Snack und da ist er weg. So, ich gehe ja mal rein, nicht, dass ich noch von irgendwas Damage kriege. Und dann können wir hier Refugium des Eldenbooms, Junge. So, und hier, wunderbar, einmal die Wurzel hoch. Ach nee, warte mal, wir müssen jetzt als allererstes, wir porten uns hier hin, machen extra das Level und jetzt nehmen wir das nicht mit, oder was? Ich bin einfach mit den Gedanken schon so voraus. Stufenaufstieg in Condition. Und jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, müsste eigentlich... Nee, das geht nicht, aber die Handschuhe. Komm, bitte, bitte die Handschuhe. Ja, genau. Let's go. Jetzt haben wir noch einen Teil mehr an. Bisschen mehr Defensivwerte. Bisschen besser. Und jetzt müssen wir da oben Margarine fertig machen. Einmal Margarete, richtig Fete. Die nehmen wir auseinander. Ja, oh. Yeah, einmal nach oben. Einmal hier rein. Klasse. Jo, ich wusste, dass du hier bist. Na komm, lass mich dich jetzt fix killen, dann, oder du killst mich. Ich heile mich nicht. So, jetzt heile ich mich. Wenn der so von hinten angeschlichen kommt, brauche ich auch nicht zu wundern, wenn dann hier jemand sauer ist, ne? Benjamin, nächster Boss. Los geht's. Und wir spawnen natürlich direkt vor ihr. Weiß, dass es ein R ist, aber... Margarete ist einfach... Alter, ich bin auch ausgewichen. Kannst du mir nicht erzählen. Okay. Die erste Runde war schon mal gar nichts. Okay, wir müssen... Alter. Alter, ich liebe sie ja, weil sie so nervig ist. Nein, ich hab doch ausweichen gedrückt, verdammt. Alter. Ist das ein Scheiß. Er ist schon wieder richtig ätzend, Alter.
Als ob der mit einer Attack so viel Schaden machen darf. Das muss jetzt was werden. So, die Runde. Wir haben drüber gesprochen, ne? Alter, was machst du denn für eine stundenlange Combo? Gern voll. Kannst du bitte irgendwelche Attacks machen, wo ich dich dann auch hitten kann? Ja, das war gut. Aber jetzt lass mich mal kurz. Ja, auf jeden. Du musst auch kurz resetten, ne? Ich merke das schon. Lass uns da gern kooperativ vorgehen. Lass mich mal bitte, 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 bitte. Kurz, danke. So nämlich, Alter, Margot. Geh doch ein, Alter, du dumme Sau. Du dumme Sau. Ist das geil. Ah, das fühlt sich richtig gut an hier. Ich werd, glaube ich, crazy. Aber ich werd mir jetzt mal kurz ein kleines Päuschen gönnen. Alter, wir gucken noch mal ganz kurz auf die Zeit hier. Guck dir das mal an, ey. 3 Stunden, 7 Minuten, 6 Bosse geklatscht. In fast 3 Stunden, ja. In fast 3 Stunden, sagen wir die 8 Minuten sind Ladezeiten und sowas. Ja, haben wir einfach 6 Bosse. Wenn du ein kostenloses Abo reinhaust, machst du damit 6 Menschen glücklich. Wow! Ist das nicht geil? Jetzt ist der Plan, noch kurz einen Talisman zu holen. Dann holen wir uns noch 2 Tränen. Und danach, oder währenddessen können wir vielleicht noch eine laufende Festung killen. Ah, ich muss mich ja einmal hinsetzen. Ah, okay, das habe ich das letzte Mal noch nicht gemacht. Okay, ja, gut zu wissen. Vielen Dank. Das ist super, dass du mir das gegeben hast. Da bin ich jetzt aber glücklich. Ach so, genau. Und wir können noch skillen, oder? Mal noch 3 in Kondition rein. Und dann machen wir hier mal die 30 voll. Und dann haben wir schon gar nichts mehr zum Ausgeben. Und ich hoffe, damit können wir jetzt das nächste Teil von Lionel anziehen. Große Last. Aber wenn wir das jetzt ablegen, dann geht das doch safe. Jao. Also, natürlich ziehen wir die an. Ist trotzdem noch mittlere Last, aber so sieht das schon viel besser aus, oder? Also gut, das Messer geht ein bisschen durch den Helm durch, ne? Aber aber sonst gehen wir kurz zum Altus-Plateau. Von dort aus reiten wir zum Kartenstück. Dann porten wir uns nochmal woanders hin und laufen von dort aus zu einem Dungeon. Dort vor müssen wir jetzt erstmal Ninja killen, um da reinzukommen. Ja, und alles weitere dann, ne? So, Step by Step. Das ist doch wonderful. Am nicesten wäre ja jetzt noch kurz hier den Riesen umhauen. Ne, den Eisriesen hinten. Das wäre eigentlich heute noch so Ziel. Dann gehe ich pennen und dann wird der Rest morgen gemacht. Bis Eldenbeast, hoffe ich. Schön schnurstracks durchrennen. Guck mal hier. Das ist doch das, was ich eigentlich haben wollte, oder nicht? Sammelkartenspiel ist das. Das wissen ja viele Leute eigentlich gar nicht. Bei Elden Ring ist ein Sammelkartenspiel und ein Roleplay. Jetzt müssen wir hier hoch. Das ist Objekt der Begierde. Und da kommen wir am besten von hier. Das heißt, wir porten uns mal hier hoch und laufen außen rum. Volle Kraft voraus, du alte Stulle. Komm, Horse Power. Ins Feld raus. So. Ja, komm, lass mich. Nee, ich will nicht. Wir müssen hier uns ein bisschen links halten. Wir dürfen jetzt hier irgendwie nicht weit nach unten an sich. Wir müssen ein bisschen oben bleiben, damit wir dann... Guck mal, da hinten. Das ist Objekt der Begierde.
die Hütte da. Da ist ein bisschen tief hier. Da können wir auch ein bisschen außenrum reiten. Wir müssen ja hier nicht den Tod provozieren, ne? So, da sind wir auch schon fast da, würde ich sagen. Das ist zu hoch, sagt mir mein Bauchgefühl. Ja gut, dann müssen wir hier halt doch hier unten lang. Frechheit. Ist das hier eine Kirche? Oder ist das quasi ein Dungeon? Boah, ich muss da reingucken. Ich hoffe, es ist eine Kirche. Wenn ich dies letztes Mal auch übersehen... Ja, es ist keine Kirche. Schade. Oh, geil. Den hier. Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Den gibt es ja auch noch. Da oben geht die übelste Schockerei ab. Dann gehen wir gleich hoch. Jetzt erstmal kurz hier unten shoppen, Alter. Runen shoppen. Moin. Ja, scheiß auf Gift. Oh nein, ich bin vergiftet. Eieiei, holt einen Arzt. Hilfe, Hilfe. Die Blume hat mich angespuckt. So. Die noch mitnehmen. Waren das schon alle hier? Waren das schon alle hier? Oder gibt's da noch was? Ich habe das Gefühl, ich habe eine übersehen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie eine übersehen. Aber ich glaube, das war's. Ein relativ übersichtlicher Runenfriedhof, könnte man sagen. Ja, aber sieht gut aus. Okay. Da haben wir ein paar Runen mitgenommen. Das ist doch wundervoll. Hier schockt's wieder vom Himmel. Wenn man hier eine Weile wartet, dann kommt hier ein Drache. Den kann man dann fighten. Aber darauf lege ich es nicht an. Überhaupt nicht. Eieiei. So, aber hier vorne. Guck mal da, vor der Tür. Da hockt gleich einer. Und der, mit dem ist nicht zu spaßen, sage ich euch. Oh, mache einmal hier Blutflammen ans Schwert. Der ist es wert. Lieber First Try mit Blutflammen als Second Try ohne. Würde ich meinen. Das ist quasi die Devise. Das ist das Lebensmotto hier. Guck mal, da hockt er. Da hockt die Sau. Komm, Special Move ins Gesicht, Alter. Weil wie viel Schaden der frisst, ist abgefahren. Nimm dies und den. Und den. Und nochmal, noch einen, warte. Ah, den. Jetzt gehe ich weg. Na, jetzt können wir chillen. Perfekt ausgewichen. Der hätte mich gegrabt, ne? Und den Move kriegt er auch nicht raus. Alter, du kriegst nichts hin, ne? Aber ich auch gerade nicht. Au, den hat er getroffen. Au, den hat er nochmal getroffen. Okay, kommst du wieder? Alter, der macht echt keine halben Sachen, ne? Ah, ich auch nicht. Obwohl, ich habe ihn ja halbiert, also mache ich schon halbe Sachen. Okay, alles klar. Noch ein Säbel mitgenommen. Türe auf. Paddy ist zu Hause. Kipp mir schnell einen hinter die Binde, sonst erträgt man das hier nicht. Einmal hier an die Gnade. Sehr gut. Können wir durch den jetzt noch ein Level gönnen? Das wäre ja optimal, würde ich meinen. Jo, geil. Danke dir. Rest in Peace und so. Obwohl, wir können auch Konditionen jetzt einfach weiter reingönnen. Weil irgendwann können wir dann ein weiteres Teil von Lionel tragen. Ich glaube, das ist gerade erstmal der Plan. Ich weiß, es gibt auch Talismane dafür, aber... Nee, wir müssen noch eins leveln, dann können wir erst das tragen. Aber wir kommen dem Ganzen näher. So. Und hier müssen wir einmal links rüber. Einmal links rüber, geradeaus. Hier rechts müssen wir gar nicht erst reingucken. Das ignorieren wir hart. Jetzt hier lang. Und jetzt da hoch. Wo es vermeintlich nichts gibt. Wo es vermeintlich... Oh, da gibt's ja doch was. Das ist ja der Hammer. Abgefahren. Wer konnte das denn wissen? So, auf die Viecher habe ich überhaupt gar keine Lust. Der kann mir gern ein Stück weiter hinterher rennen. Alter, lasst mich doch in Ruhe. Lasst mich doch in Ruhe.
Ich hoffe, das klappt alles hier first try. Alter, warum ist denn hier der Bonus abgesenkt? Da fällt man ja runter. Eieiei. Oh, Alter. Das ist gar nicht cool. Komm rein. Wir müssen die alle nacheinander aufschneiden, wie so Mettbrötchen, weil... Auf jeden. Weil die mir sonst einen Strich durch die Rechnung ziehen. Die sind echt so nervig. Und die sind One-Hit, also es ist, glaube ich, kein Time-Waste zu sagen. Man haut den kurz mal einen rein, ne? Hier sind wir. Das ist der Ort der Begierde. Okay. Oh, der hat Bock. Ich dachte, es wäre gerade runtergekommen. Das Beil. Und Geronimo. Lasst mich doch in Ruhe. Der fällt mir hier auch gleich entgegen. Okay. Okay. Jo, ist okay. Ja. Einsteinschwertschlüssel bitte benutzen. Sehr gut. Einmal hier hinter. Und, Jungs, ich muss mal durch. Ich nehme das kurz mal mit. Ja, ihr braucht es ja nicht mehr. Ihr hattet ja auch genug Zeit, da hinten euch das selber zu nehmen. So. Und dann einmal hier lang, einmal hier runter und dann sind wir schon wieder zurück. Tada! Ist das nicht klasse? Wie schnell haben wir jetzt diesen Talisman gekriegt, ohne Schaden zu bekommen von irgendjemandem? Also, was heißt, keinen Schaden zu bekommen, sondern ohne drauf zu gehen oder irgendwas, ne? Und auch zeitmäßig war das einfach schön schnell. Hier wieder, ne? Bin ich hier nicht richtig? Dachte, geht's hier nicht zurück? Ich will bitte nach Hause. Nach oben ist ja prinzipiell immer schon mal gut. Ah ja, doch, hier sind wir gut, hier sind wir richtig, zack. Der Dungeon hat ein Ende. Ich hör's doch hinter mir steppen. Alter, lass mich doch einfach in Frieden. Und zwar gehen wir zu der Kirche. Hier gibt's eine und dann gibt's nämlich hier oben noch eine. Ist halt die Frage, da müssten wir hier hinten rum. Das weiß ich nicht, ob wir das jetzt schaffen. So, jetzt einmal hier durchporten. Durch die Schneeflogge. Deswegen sagt man auch die Flogge machen. Das kommt von dieser Begebenheit hier in Elden Ring. Ich hätte jetzt hier gesagt, irgendwie links oder rechts davon gibt's doch Gnade. Alter, hier gibt's eine Gnade und ich hab's da einfach nicht mitgenommen oder was. Und jetzt ist hier eine Kirche. Jetzt ist hier doch gleich eine Kirche. Das sag ich dir doch. Da ist eine Kirche. Das habe ich dir doch gleich gesagt, dass hier eine Kirche ist. Einmal hier rein. Sehr schön. Absteigen und hinsetzen. Also nicht hinsetzen. Nur mal guten Tag sagen, meine ich. Aufsatteln wieder. Und eine mehr von der Tierlist weggestrichen. Jetzt die Frage, wir könnten halt hier nach oben. Ja, das können wir mal tryen. Wenn das jetzt gleich klappt, ansonsten scheiß mal drauf, weil das ist ja sonst einfach wirklich sinnloser Time Waste, aber wenn ich von hier da hochkomme, dann bin ich dabei. Okay, also hier komme ich, glaube ich, nirgends weiter jetzt, so nach dem Motto. Straight up geht's jetzt ab zum Riesen. Der wird jetzt richtig geknechtet. Ich muss noch mal kurz gucken, was die Zeit jetzt sagt. Okay, 3,5 Stunden, fast. Noch nicht ganz. Einmal hier, nee, links. Oder was links oder was rechts? Nee, es war links. Es war links. 10-mal umentscheiden. Alter, eine Rune. Eine goldene Rune, Stufe 9. Das schmeckt doch. Mach hoch die Tür, ich will hier raus. Ah, wunderbar. Boah, das können wir sicher immer noch nicht benutzen. Ich will mich nicht mit dir anlegen, Junge. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Bin auf dem Heimweg hier. Ich will hier einfach nur vorbei. Ah, hier sind eben seine Terrorkumpels. Lasst's mich doch in Ruhe. Ich hab euch doch nichts getan. Am Ende ziehen sie eh einen kürzeren, dann beschweren sie sich wieder. Aber hier. Das ist Le Aufzug. Zieh dich hoch, Günther.
erstmal chillen. Und da sind wir oben. Wundervoll. Reiten können wir hier immer noch nicht. Ach genau, ich sehe gerade oben, wir haben nur den einen Talisman drin. Können wir den nächsten mit reinpacken, würde ich meinen. Zack, bumm. Auch noch einen bekommen. Ja, chill dich mal. Und du chill dich erst recht, Alter. Du hast ein Pferd, ich nicht. Das ist unfair. Günther. Beruhig dich. Ruhig. Ruhig. Ich höre das Getrappel immer noch hinter mir. Der ist irgendwie unschillig, der Junge. Frieden? Okay, Frieden. Entspannt. Ja, manchmal muss man mit den Leuten einfach reden, ne? Ah, und nun sind wir hier. Am großen Aufzug nach unten. Wenn man so richtig den Turm runtergespült und landet dann in der weißen Kloake. Hier im Schneefeld. Ich dachte, da wird anders rasiert.